Hallo lieber Schütze, schön, dass du hier hergefunden hast. Wir werden uns gemeinsam im Kollektiven, ja, deine berufliche und finanzielle Situation anschauen, ja, für den Monat April 2023, ja. Bitte bedenke, lieber Schützelein, das erwähne ich jedes Mal, dass nicht alles wortwörtlich auf dich zutreffen kann. Erstens, das ist eine kollektive Legung und zweitens, die Energie gibt jedes Mal etwas anderes preis, ja, damit ihr alle quasi involviert seid, ja, in dieser Legungen hier. Deshalb empfehle ich dir, hör dir dein Aszendent und deinen Mondsternzeichen an, ja? Okay, gut. Lieber Schützelein, ich würde sagen, lass uns starten mit dieser wunderschönen, große, ja, Entscheidungsorakelkarten, ja? Wir werden hier dem Universum nach einer, ich würde sagen, nach einem Tipp fragen, ja? Was möchte dir das Universum mitgeben auf den Weg? Okay. Wie du bereits weißt, ja, liebe Schützelein, wenn du mit dieser Situation resonierst, setzt du es um. Wenn nicht, dann lässt du es auch gut sein, ja. Also zwinge dich bitte nicht. Vertraue dir selbst. Du weißt, was zu tun ist. Diese Karte ist gerade eben rausgekommen, ja, bei dem Skorpion, wenn es mich nicht täuscht. Ja, das ist der Wahnsinn. Das ist wie wenn hier wir Menschen haben bei dieser Legung, ja, also quasi im Kollektiven. Das ist ja klar, das tut sich auch ganz viel, ja. Das ist wie wenn ihr auf eure innere Stimme, okay, mehr Vertrauen haben solltet, ja. Vertrau dir selbst. Du bist quasi in deinem Richtigen, ja, lieber Schützlein. Du weißt ganz genau, was für dich richtig ist und was falsch ist, ja. Du kannst dir einen Tipp holen, ja, von anderen Menschen, von guten Freunden, von Familie. Aber letztendlich greif in deiner Tasche. Das bedeutet für dich, greif nach deiner inneren Stimme. Ja, du weißt, es ist metaphorisch gemeint. Du solltest hier wirklich nach dir vertrauen, also quasi dir selbst. Ja, weil du hast den Schlüssel, okay, zu dieser Situation und kein anderer kennt es besser als du. Okay, wow, sehr, sehr schön. Wie gesagt, diese Karte kommt schon zum zweiten Mal jetzt raus. Das ist schon etwas, was im Kollektiven dann ist. Ja. Okay, gut, dann würde ich sagen, lass uns weitermachen mit den Orakelkarten. Wir schauen uns jetzt deine Situation an. Du weißt ganz genau, hier könnten mehrere Situationen rauskommen. Ja, die Karten resonieren nicht immer alle miteinander, aber das kommt immer drauf an, ja, was uns hier preisgegeben wird, ja, im Kollektiven. Für dich, mal schauen. La risposta alla tua domanda è no. Also guck mal. Du hast jetzt irgendwie eine Frage, okay, lieber Schütze? Die Antwort darauf ist nein. Kannst du damit etwas anfangen? Dann setzt du es um. Wenn du jetzt sagst, nee, das sagt mir nichts, weil die Antwort, was ich spüre, ist ja. Das ist klar. Das ist deine Entscheidung. Hier sagt quasi die Orakelkarte, okay, eine Orakelkarte bezüglich deiner Situation, was du immer erlebst, ob das jetzt beruflich ist, finanziell oder in der Liebe auch sein kann, ja. Das muss jetzt nicht unbedingt nur in diesem Bereich sein. Das kann ja auch privat sein. Da ist die Antwort darauf nein, okay? Nur wenn du das umsetzen kannst, setzt du es um, ja? Weil ich kann dir jetzt nicht sagen, lieber Schütze, das ist positiv oder negativ. Das ist einfach nein, ja? A breve troverai un nuovo lavoro. Vielleicht stellst du dir auch die Frage, ob du einen neuen Job finden wirst, ja? Oder ob du überhaupt an diesem Job, den du aktuell bist, bleiben sollst, ja? Und hier könnte ja auch die Antwort nein sein, weil hier ist, in Kürze wirst du einen neuen Job finden. Das ist wie wenn du hier schon bereit bist, einen neuen Job zu finden, wie wenn du hier auch die Möglichkeit hättest. Vielleicht hat dir auch jemand ein Jobangebot gemacht, ja? Lieber Schützlein, das ist ja nicht immer so, dass du jetzt hier auf der Suche bist, ja? Du könntest auch sagen, nee, mir geht es eigentlich ganz gut da, wo ich bin, aber du könntest in Kürze ja auch ein Jobangebot bekommen, ja? Ein guter Freund, eine Bekanntin, eine Bekanntschaft, ja? Das könnte hier aber auch gut sein, das geht hier hinaus von der Zeit, ja? Momentan bist du glücklich, aber das könnte auch gut sein später, ja, weil
diese Karte ist rausgekommen, ja, das ist halt, das Universum gibt uns diese Energie, dann hat es ja auch an sich etwas zu sagen, okay? Das könnte hier aber auch gut sein, du suchst einen Nebenjob, ja? Ich weiß, ganz viele Menschen momentan können nicht nur mit einem Job überleben, okay? Deswegen machen sie auch zwei Jobs. Das könnte auch gut sein, du suchst nach einem Nebenjob, eine Kleinigkeit, ja? Trova un compromesso, okay, du solltest hier nach einem Kompromiss suchen. Das könnte gut sein, du steckst gerade in einer Situation, in der du sagst, ich bin noch nicht sicher. Ich weiß nicht, wie von anderen, also quasi von der anderen Partie, es weitergehen soll. Aber wichtig ist, dass du jetzt hier nach einem Kompromiss schaust, ja? Weil die Karten raten dir hier, einen Kompromiss zu finden, ja? Sie sagen nicht hier, hey, lass das jetzt sein oder mach weiter so. Sie sagen einfach, such nach einem Kompromiss, okay? Du solltest hier einen Kompromiss finden. Das könnte hier eine Rechtslage sein, ja? Indem man jetzt hier beide Seiten irgendwie jetzt zu einem Punkt kommen, ja? Das könnte ja aber auch eine berufliche Situation sein, indem du dich äußerst, okay? Indem du sagst, hey, ich möchte nicht mehr so viele Stunden arbeiten. Das ist jetzt nur ein Beispiel, ja, lieber Schützelein. Das ist klar, du kennst deine Situation. Und du sagst, ich arbeite jetzt nicht mehr so viele Stunden, aber dafür komme ich am Samstag. Weißt du, was ich damit meine? Du kannst jetzt hier sagen, ich bin einfach zu viele Stunden da. Okay, aber dafür opfere ich meinen Samstag. Okay, das ist ein Kompromiss. Man kommt sich, also beide finden hier eine Situation, in der man sich willig ist. Ja, das könnte hier aber auch eine private Situation sein, in dem du hier diesen Kompromiss finden solltest. Ja, du könntest hier auch sagen, hey, weißt du, ich bin Mama und momentan kann ich es mir nicht erlauben, die ganze Zeit zu Hause zu bleiben. Also frage ich jetzt hier meinen Ex-Mann, ob er mir eine Hilfe geben kann, ob er jetzt nicht auch sich, wie sagt man das, dran beteiligen möchte an dieser Situation. Könnte ja auch so sein, ja, weil das ist klar, es könnten hier viele Situationen sein. Hier könnten wir auch mehrere Situationen haben, weil dieses Nein hat mit einer ganz anderen Situation zu tun. Dieses Ich suche nach einem anderen Job hat seine Situation und zu guten Letzt haben wir hier diesen Kompromiss zu suchen. Du könntest aber schon in dieser Situation dich schon befinden, ja? Indem du sagst, ja, ich gehe hier schon diesen Kompromiss ein, ja? Damit die Situation sich verbessert, okay? Gut, machen wir weiter mit den Keeperskarten für dich, lieber Schützelein, im Kollektiven. Ah, okay, das sollte es sein, ja? Da sollte es nochmal eine sein, ja? Eine Reise. Du möchtest im Kurze irgendwie etwas anderes tun. Du hast hier irgendwie das Bedürfnis, irgendwie wegzugehen. Das ist wie wenn du sagst, das ist eine dicke Luft. Am besten, weißt du, was ich tun würde? Das machen viele Schütze. Das machen viele Schütze-Menschen, ja? Der Schütze ist einfach der Pionier. Das ist der geborene Mensch, der einfach nicht in einer Situation sein kann, ja? Er ist vielfältig. Ihm gefällt das nicht, ja? Das könnte gut sein, du befindest dich hier. Irgendwo da. In einer Situation, die gar nicht einfach ist. Und du sagst, hey, weißt du, was jetzt die beste Lösung wäre? Einfach abzuhauen. Alles liegen zu lassen und zu gehen, ja? Wie es ist, hier irgendwo zu reisen, ja? Auch in Ausland zu gehen, das könnte ja auch gut sein. Und das ist wie wenn hier aber auch das private Leben eine große Rolle spielt. Ja, das könnte gut sein. Ja, du hast Kinder oder deine Eltern spielen auch eine große Rolle. Okay, das könnte hier aber auch gut sein. Diese Idee wird in ein paar Monate schon kommen. Also das wird so schnell wie möglich passieren. Ja, weil der Wohnzimmer ist auch eine Situation. Du siehst es hier 5 Tage. Ja, das ist wie wenn das schnell kommen könnte. So, also du denkst, okay, und schon ist diese Situation passiert, ja. Also du bist schon auf dem Flieger, okay, würde ich so sagen. Wer weiß, vielleicht wirst du ja irgendwie einen Kurztrip machen, du wirst hier jemand besuchen, deine Eltern, Verwandte, Bekannte, könnte ja auch gut sein. Oder du fährst irgendwie wegen einer privaten Gelegenheit weg, okay, könnte ich mir auch vorstellen. Aha, das Ganze hat hier aber auch mit irgendeiner Situation zu tun, okay? Indem du sagst, die Bürokratie spielt hier auch eine große Rolle, weil es geht hier auch um Papiere. Du kannst ja nicht einfach so wegfahren, ja? Das ist klar, entweder hast du hier Behörde,
Dokumente zu erledigen. Das kann hier aber auch gut sein, weißt du was, liebe Schützelein, dass hier auch jemand zu dir kommen kann. Ja, dass du jetzt sagst, okay, ich habe jemanden, der nicht in Deutschland ist, okay, der in ein anderes Land lebt und ich erhoffe jetzt, dass die Dokumente fertig sind, damit diese Person mich besuchen kann, damit diese Person auch für immer nach Deutschland kommen kann. Ja, das kann ja auch gut sein, weil hier kommt auch diese Hilfe. Das ist dieses unerhofftes Geld, muss aber nicht unbedingt mit Geld zu tun haben. Könnte ja auch gut sein, du hast ja diesen Segen, dass hier irgendwie jemand dir helfen kann. Ja, wie ich ja schon vorhin gesagt habe, könnte auch ein Nebenjob sein. Ja, indem du sagst, mir reicht nicht nur ein Job, ich sollte jetzt schauen, dass ich jetzt hier nochmal einen Job habe, weil der eine reicht mir nicht, um quasi hier weiterzukommen, okay? Weil wie gesagt, hier ist nochmal Reisezeit, ja, bei diesen Militärpersonen. Es könnte hier tatsächlich sein, dass du hier irgendwo hinreisen tust oder eine Person zu dir reisen möchte. Und das Ganze könnte ja auch mit dieser finanziellen Situation zu tun haben, ja? Wenn du nicht genug Geld hast, ja, liebe Schützelein, kannst du ja auch nicht diese Reise betätigen. Könnte ja auch davon abhängen, okay? Könnte aber auch mit einer Person zusammenhängen, ja, die irgendwie nach Deutschland kommen möchte, ja, ins Ausland ist, also quasi nicht hier in Deutschland lebt, ja, und du irgendwie die Dokumente gerade vorbereitest für diese Person. Könnte auch gut sein, ja. Wir haben hier mehrere Möglichkeiten, ja, aber hier wird eine Lösung gefunden und hier kommt dieses Geld, hier kommt diese Hilfe. Das ist wie wenn du sagst, das Universum schickt mir etwas, ja. Also, weißt du, wenn das Schicksal ist, wenn deine Seele etwas erreichen will, dann erreicht sie das, ja. Dann ist es ja auch richtig. Also, sehr schöne Karten. Okay, wir haben hier halt mehrere Situationen, ja? Okay, gut, machen wir weiter mit den Tarotkarten. Du nimmst mir auf, ja, weil wie gesagt, beim Skorpion ist die Speicherkarte voll gewesen. Man weiß nie. Okay, für dich im Kollektiven, ja? Die Sonne. Die Sonne ist andauernd präsent. Das ist aber schön, das ist ein schönes Zeichen, ja? Die Sonne, die Harmonie. Das ist wie wenn du hier sagst, hey, ich strahle wieder. In meinem Leben gibt es etwas, das mir Freude gibt, okay? Ja, hier ist eine Ankündigung. Hier meldet sich jemand. Hier könnte jemand dir schreiben. Oder das ist wie wenn du hier auch diese Anerkennung bekommst. Weil beruflich ist es hier eine schöne Karte, dass du hier anerkannt wirst, dass du hier eine Beförderung bekommst, dass du hier Gehaltserhöhung bekommen könntest, okay? Das könnte hier aber auch gut sein, ja, du feierst hier etwas oder du feierst hier eine Person. Das könnte auch gut sein, du gehst hier jemanden besuchen, ja? Oder wir reden hier von deinem Sohn oder von deiner Tochter, ja, die hier wirklich auch den Abschluss geschafft hat, ja? Quasi sich das verdient hat, eine schöne Situation, also wirklich sehr, würde ich sagen, eine freudige, mir fällt es jetzt nicht auf Deutsch ein, Allegrezza. Also das ist wie wenn ins Haus, okay, wieder diese Freude ist. Es geht hier bergauf. Ja, es geht hier, es gibt hier auch etwas zu feiern. Ja, ich könnte mir wirklich jemand vorstellen, der seine Prüfungen bestanden hat. Eine Person, die hier wirklich alles gemacht hat. Ja, richtig. Und das könnte ja auch gut sein, du bekommst hier eine Reise geschenkt. Ja, von deinen Eltern. Die haben dir irgendwie einen Urlaub bezahlt für August, für Juli. Das kommt immer drauf an. Ja, das könnte auch gut sein. Und du freust dich schon. Du hast diese Freude. Ja, das könnte ja aber auch gut sein. Du wirst hier von jemandem besucht, okay? Das könnte ja auch gut sein, wie gesagt, du holst hier jemanden nach Deutschland, ja? Das könnte ja dein eigener Sohn, deine eigene Tochter, das muss ja nicht immer der Liebhaber sein, ja? Könnte ja eventuell sein, ja? Aber muss es nicht hundertprozentig sein, ja? Also du hast lauter schöne Karten. Freudige Karten, ja. Hier ist die Harmonie wieder da, hier ist die Lust wieder da, hier ist das Vertrauen wieder da, weißt du? Das ist das innere Kind, der wieder vertraut im Leben, ja? Das ist etwas Schönes, das ist diese Anerkennung. Deswegen sage ich ja, du könntest ja auch eine Prüfung bestehen. Du bist sehr gut in dem, was du machst. Diese Anerkennung kommt hier, ja? Sehr tolle Karten. Wie gesagt, toi toi, lieber Schütze, das freut mich. Die Sonne,
die begleitet mich zurzeit. Bei jeder Legung kommt die Sonne. Ich denke, ganz viele Menschen freuen sich auf den Frühling. Ja, ich habe das Gefühl im Kollektiven, dass ganz viele Menschen positiv eingestellt sind. Ja, das Leben läuft besser. Das Leben bringt jetzt Verbesserungen. Das ist klar, liebes Schützlein. Wir können nicht immer in diesen Leiden bleiben. Ja, wir sollten ja auch optimistisch sein. Ja, und das Leben auf eine Art und Weise genießen. Ja. Und wirklich, hier kommen schöne Dinge, Neuigkeiten, vor allem positive Neuigkeiten. Das freut mich für dich, ja. Liebe Schützelein, ich wünsche es dir von Herzen, ja. Du setzt das bitte um. Wir haben hier lauter positive Überraschungen, würde ich hier sagen. Wie gesagt, finanziell, auch mit einer Reise, jemand, der kommen könnte, eine Sohn, eine Tochter, wie ich schon erwähnt habe, ja, wenn du das umsetzen kannst. Wenn nicht, dann lässt du es auch gut sein. Ich zwinge hier niemanden, ja, das weißt du ganz genau. Okay. Gut, liebe Schützelein, ich hoffe, ich konnte dir behilflich sein in meinem kleinen Jahr. Ich freue mich wahnsinnig über einen Feedback, über einen Daumen nach oben. Falls du noch nicht meinen Kanal abonniert hast, dann würde ich es tun, weil das ist für dich ein Vorteil, ja. Auch für mich, das ist klar, du unterstützt mich, aber ich kann deine Energie besser lesen, ja, weil du bist dann Teil dieser Community. Mach's gut, lieber Schützelein, wir sehen uns bald. Ciao!